Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Broken Age. Während diese zwei Labertaschen hier den Baum bezirzen wollen, gucken wir mal, was hier sonst noch so abgeht in Wolkenheim. Macht's dir was aus, wenn ich eine nehme? Bitte, sag's weiter. Vielleicht retten wir hier sogar ein paar Leben. Was? Okay. Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Doch, das sind auch Pfirsiche. Okay, der trinkt einfach nur den Pfirsichsaft. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Vielleicht können wir den zwei Gottesanbeterinnen da diesen Pfirsich an die Birne werfen. Boing. Wollt ihr ein paar Früchte? Die können wir doch jetzt nicht essen, wo wir sie anbeten. Zumindest glauben wir, dass das zu den Regeln gehört. Wir sind immer noch dabei, sie festzulegen. Jedes Blatt ist ein Wunder. Na, dann lassen wir die zwei Spinnerinnen mal alleine. Erschlage uns mit deiner heiligen Frucht. Gott, hoffentlich nicht. Oh oh. Zusammenhangloser Gesang. Okay. Schnorchi, Schnorchi, wir gehen mal hier runter. Wo die Leiter jetzt herkommt, wissen wir auch nicht. Diese Leiter festgebunden. Das ist ein Zettel. Leute, hört bitte auf, meine Leiter zu bewegen. Das geht mir ziemlich auf den Keks. Unterschrieben, Gas. Denn Vella hat ja ihre Leiter in Mock Trotter reingemacht, ne? Was ist denn eigentlich mit der Ollen, die noch hier unten sitzt? Ist sie noch da? Oh, da ist die Mutter. Was ist denn hier passiert? Warst du schon einmal bei einem Maidenmahl? Nein. Nein. Komisch. Warum habe ich das Gefühl, dass du lügst? Niemand sollte an einem Maidenmahl teilnehmen müssen. Und das wird auch keiner mehr müssen, solange ich was dagegen unternehmen kann. Das ist gut. Was ist das denn genau? Was genau ist denn ein Maidenmahl? Etwas, was wir schon immer getan haben. So wurde es uns erzählt. Und wir haben es geglaubt. Wir dachten, es sei eine große Ehre. Wir waren so glücklich für Vella. So stolz auf sie. So dumm. Das Maidenmahl ist also etwas Schlechtes? Meine Tochter hat uns das bewusst gemacht, als sie das Monster bekämpft hat. Es hat nämlich nicht die Stadt zerstört. Es ist einfach weggerannt. Sie hatte die ganze Zeit über Recht. All diese Jahre. All diese Mädchen. Für nichts. Das ist jetzt vielleicht nicht, was du hören möchtest, Morelia. Aber eigentlich munterst du mich auf. Kann ich irgendwie helfen? Ich will nur meine Tochter finden. Sie um Verzeihung bitten und ihr sagen, wie stolz ich auf sie bin. Ach, könntest du doch nur meine Mutter sein. Haben Sie es jetzt mal begriffen? Worüber habt ihr gesprochen, als ich ankam? Ich habe nur versucht, diese junge Dame hier aufzumuntern. Aber jetzt bemerkt sie, was für eine Versagerin ich eigentlich bin. Das bist du nicht. Warum hat Mok Chotra mich dann nicht ausgewählt? Nun, ich weiß es nicht, Süße. Ja, vielleicht hat er es eilig, vielleicht hat er ja versucht, dich zu erwischen, aber dann ist ihm was dazwischen gekommen. Vielleicht wurde er ja angegriffen von feindlichen Kräften oder sowas. Vielleicht wurde er ja angegriffen von feindlichen Kräften oder sowas. Wer bist du nochmal? Ich bin Shay. Ich bin nicht von hier. Hör zu, Twyla. Du musst jetzt nach vorne blicken. Und was soll ich tun? Mein ganzes Leben habe ich mich nur auf das Maidenmahl vorbereitet. Nun, ich bin sicher, du kannst doch einen Haufen anderer Sachen. Wie zum Beispiel, lass mich nachdenken. Schaukeln. Schaukeln? Machst du dich über mich lustig? Raumschiffe reparieren. Raumschiffe reparieren? Nein, die gibt's bei uns nicht. Rechnen? Rechnen. Nö, war nicht Teil der Maidenausbildung.
nicht ausgewählt werden? Das ist gemein. Ja, ich weiß. Wenigstens hast du ein cooles Kostüm. Oh, danke. Das habe ich selbst gemacht. Du hast dieses umwerfende Kleid selbst gemacht? Das ist ja beeindruckend, Tyler. Ach, gebracht hat es mir aber rein gar nichts. Könntest du ein Kostüm für mich machen? Was? Oh, ich glaube, das wäre eine tolle Aufgabe für dich, Twyla. Nun, ja, das wäre eine tolle Aufgabe. Wenn du eine Vorlage und etwas Material hast, dann könnte ich vielleicht was zusammenflicken. Okay. Gut, ich hole eine Vorlage und das Material. Ich bin gleich wieder da. Oh, wie aufregend. Der könnte dir noch einfach mal sagen, dass die Vella ja noch am Leben ist, ne? Aber gut, so langsam fügt sich zusammen und die Leute bieten alle jeweils ihre Hilfe an. Was ist mit denen hier los? Offenbar ist gerade Brotsaison. Ich gehe mal rechts weiter. Nicht gut. Nein, nicht. Hey, schön. Möchtest du einen Kaffee? Nicht gut. Ich sammle damit Geld. Für einen guten Zweck. Sag's ihm, Rocky. Hallo, ich heiße Shay. Magst du einen Cupcake, Shay? Geil, wie die aussehen. Ich will einen Cupcake. Prima. Hast du auch Geld dafür? Wie wär's mit einem Handel? Ich hätte da was anzubieten. Tut mir leid. Von Harmony Lightbeard habe ich nur eins gelernt. Ich brauche keine weltlichen Dinge. Ich brauche Geld. Okay. Und worum geht es genau? Wir sammeln Geld dafür, auf ihre vermisste Schwester aufmerksam zu machen. Und dafür, die Lügen über das Maidenmal aufzudecken. Plötzlich sind sie alle bekehrt. Cupcakes gegen Lügen. Worin genau bestehen die Lügen über das Maidenmal? Uns wurde gesagt, dass wir Maiden opfern müssen, um unser Dorf zu retten. Und wir haben da einfach so mitgemacht, weil es ja schon immer so war. Ja, wir auch. Aber wir wurden alle belogen. Genau, wir wurden belogen. Siehst du, Rocky? Ich hab dir doch gesagt, dass es leicht wäre, Leute zu überzeugen. Und warum werden nur Maiden geopfert? Eine großartige Frage. Danke. Wir haben eine Menge Fragen wie diese. Mhm. Ihr wollt also das System auf den Kopf stellen? Ein Cupcake nach dem anderen. Jeder steht für eine Frage. Wir ziehen von Stadt zu Stadt, verkaufen Cupcakes und stellen Fragen. Bis es dann quasi eine Cupcake-Lawine gibt. Die Leute sich immer mehr Fragen stellen und die Sache immer größer wird. Bis sie dann groß genug ist, um einen ganzen Mob zu vernichten. Fantastisch. Fantastisch. Ja, aber weißt du, man muss klein anfangen. Bei einem Cupcake zum Beispiel, na dann. Wo sind eure Eltern? Nun, mein Papa ist in der Wolkenschuhhütte meiner Mama und erhält Erziehungsunterricht von Rockys Vater. Und meine Mama versucht gerade ein anderes Opfer vom Maidenmal aufzumuntern. Ein Mädchen im Alter meiner Schwester. Eigentlich darf ich niemandem sagen, wo meine Mama ist. Aber ich weiß es. Sagen wir einfach mal, sie ist zu arm. Na, dann mal alles Gute und viel Glück mit eurem Kuchenbazar. Kampagne zur Aufklärung über Vermisste und für eine Cupcake. Okay, na gut. Hab ich doch gesagt. Wo ist denn der... Ah ja, ich wollte gerade sagen, wo ist denn der andere? Der ist hier. Und haut den Opa? Was soll das denn? Das müssen wir uns doch mal aus der Nähe angucken. Mann, diesmal bist du dran. Der könnte doch für uns hier kämpfen gegen die. Sag mal. Habt ihr vielleicht irgendeine Idee, wo man hier in der Gegend Geld verdienen kann? Oh, ich habe eine Menge Geld. Mein Papa sagt, dass man es auch ausgeben sollte. Möchtest du welches haben? Nur so viel, ja, dass ich ein Cupcake kaufen kann. Bitteschön. Danke. Cool. Warum hast du so viel davon? Ach, Papa gibt es mir, damit ich es Harmony gebe. Da Harmony aber nicht so schwer tragen will, behalte ich das meiste für mich, um ihm das Leben zu erleichtern. Vor Gericht kommst du damit niemals durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du noch zum Helden in deiner Familie wirst. Ich weiß, schließlich bin ich ein Krieger. Wenn die Mutter erfährt, dass er das ganze Geld noch hat, dann... Warum verprügelst du den Kleinen eigentlich? Das mache ich nicht. Ich bringe ihn bei, wie man kämpft. Ich bin schon bei Lektion 5. Er hat mich darum gebeten.
Okay. Was macht ihr eigentlich so weit hier draußen? Wir mussten einen Ort fernab jeglicher Zivilisation finden. Manche Leute sehen es nicht gerne, wenn ein alter Mann ein Kind verprügelt. Oder andersrum. Naja. Laber du mal nur. Habt ihr den Kuchenbazar da drüben gesehen? Klar, ich habe ja alles selbst glasiert. Oh. Die schnellste Kanone im Westen. Der rote Stoff ist fast alle. Er reicht nur noch für einen Kuchen. Ich sollte ihn lieber aufsparen. Schließlich brauchen wir genug davon, um einen Kuchen für Wella zu backen, wenn wir sie finden. Habt ihr alle Cupcakes selbst glasiert? Wenn ich einen ohne Glasur sehe, muss ich glasieren. Okay. Eigentlich habe ich nichts für dieses Gebacke übrig, aber wenn es schon sein muss, dann richtig. So wie ich beim Kämpfen. Brauchst du wirklich diesen Stock? Wie es aussieht, bist du ziemlich gut zu Fuß. Nun, nachdem mich Wella jetzt inspiriert hat, habe ich viel mehr Elan. Als ich sah, wie sie diesen Mock fertig machte, hat mir das meinen Kampfgeist. Ja, offensichtlich. Ich brauche aber trotzdem noch den Stock. Da drinnen bewahre ich meine Glasur auf. Gut, zurück zu deinem Unterricht. Aufgestanden, Soldat! Ich stehe doch schon! Oh! Oh, okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir kaufen uns einen Cupcake und dann machen wir die Glasur ab und dann macht er die Glasur da drauf und dann kann er uns den Stock geben. Ist das ein Plan? Das ist doch ein Plan, oder? Hey, hey, möchtest du einen Cupcake haben? Ja, jetzt wie läuft eure Aktion? Nun, von Cupcake zu Cupcake besser. Bitteschön. Hey, kann ich einen von diesen Cupcakes kaufen? Ich hab Geld. Prima! Ich nehme das Geld gerne. Der Cupcake geht an dich. Die rote Glasur ist was Besonderes. Es war ihre Lieblingsglasur. Naja, eigentlich ist es meine Lieblingsglasur. Ich habe ihr aber nie welche gegeben und jetzt ist sie weg. Nimm ihr doch bloß. Hey, Rocky, schon gut. Wir werden sie finden. Wahrscheinlich verprügelt sie gerade ein paar glücklose Mocks. Höchstwahrscheinlich stimmt das. danke für den Cupcake. Tja, und wenn sie vom Monster einfach so gefressen worden wäre, hätten sie überhaupt nichts gesagt, ne? Ich esse nur ungern Dinge mit einem Gesicht. Kannst du mir einen Löffel abmachen vielleicht? Löffel, sollen wir diesen Cupcake essen? Sir, selbst ich, der daran glaubt, dass Löffel alles können, frage mich, welches Monster denn bitte einen Cupcake mit einem Löffel essen würde? Mit der Häkelnadel hatte ich mich immer ins Navigationssystem des Schiffs gehackt. Damals kam es mir wie eine Spitzenidee vor. Tja. Nun, damit würde ein Cupcake vielleicht platzen, oder? Aber so einen kann ich nicht gebrauchen. Ich muss mal gucken, weil jetzt ist ja natürlich noch Glasur drauf. Und dann wieder OP ja wahrscheinlich. Jetzt habe ich dich! Ja. Guck mal. Hey, möchtest du diesen Cupcake glasieren? Bist du blind? Er ist doch schon glasiert. Ich esse ihn! Wie kriegen wir das jetzt wieder ab? Hm? Obst ist lecker, aber ich will das Geschmacksprofil dieses Cupcakes nicht durcheinander bringen. Okay. Cupcakes lassen Kinder hyperventilieren, aber leider kann man keine Hypercam daraus herstellen. Purecam stand da. Das gibt eine Riesensauerei. Ja, das will ich doch gerade. Das macht doch Spaß. Er ist nicht in der richtigen Stimmung für Cupcakes. Mir ist genau genommen. Das erinnert mich an James Bond. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film. Hier, können Sie mal kurz meine Freundin halten? Sie wird Ihnen auch keine Umstände machen, denn sie ist tot. Nun, damit würde ein Cupcake vielleicht platzen. Okay, obendrauf ist das Mädchen okay. Wella. Außer, dass sie glücklicher als in meiner Erinnerung aussieht. Sollen wir es ihm geben? Hey, möchtest du diesen Cupcake glasieren? Bist du blind? Wir können es irgendwie ihm nicht geben. Wer hat denn Hunger? Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Ich hab schon einen Cupcake gekauft. Fauna auf diesem Was auch immer du sagen wolltest, ich habe es nicht gehört. So, mal gucken.
Will jemand ein Cupcake? Oh, danke. Aber ich kann nicht. Das Gesicht meiner Tochter zu essen. Ach, Husker. Das ist das beste Stück. Und das einzige Stück, das ich esse. Nur glutenfrei für mich. Na also. Oh Mann. Dieses Spiel schafft mich. Ja. Hey, hey. Möchtest du einen Cupcake kaufen? Ich hab schon genug. Jetzt lass mich. Jetzt hab ich. Überspring ich mal kurz. So, jetzt hier glasieren, bitte. Hey, willst du diesen... Oh nein! Warum habe ich das bloß getan? Jetzt ist keine Glasur mehr für Wellas Cupcake übrig. Du kannst dir den hier geben. Oh, prima Idee. Nimm du mal meinen leeren Stock mit. Vielleicht kriegst du ihn ja irgendwo wieder aufgefüllt. In Ordnung. Ich werde damit eher zwei Olle vermöbeln, aber das muss ich dir jetzt nicht erzählen. Ich gehe mal schnell hier. Ja, ich weiß, ich habe jetzt diesen Stock. Das ist ganz toll. Hey. So. Dann mal rasch zurück zum Baum. Oh Gott. Jedes Blatt ist Droiden. Na schön, Garn, Junge. Genug ist genug. Du hast Glück, dass sie blind ist, Junge. Ich habe ihn nicht deswegen nicht getroffen, weil ich blind bin, Courtney. Ich habe ihn nicht getroffen, weil ich sehen kann. Ich habe all die Jahre immer nur vorgegeben, blind zu sein. Na, jetzt kommt's raus. Ich hatte noch nie deinen Glauben, Courtney. Ich glaube doch gar nicht, Dawn. Ich habe es doch nur vorgetäuscht, damit ich wie du sein kann. Was? Du bist nicht blind? Nein. Ehrlich gesagt, habe ich Artefakte von der Pyramide gestohlen und verkauft, um Geld zu sparen und endlich aus dieser Stadt zu kommen. Ich auch. Ich wäre ja schon längst verschwunden, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Und ich weiß ja, wie viel es dir bedeutet, ein blinder Druide zu sein. Ja, nämlich gar nichts. Ich will schon seit Jahren kein Druide mehr sein. Ich will zur Schule gehen und Hotelmanagement studieren. Ja, okay. Und ich will Grafikdesign studieren und eine Band gründen. Na dann, viel Spaß euch zwei. Machen wir das. Wir verschwinden. Gleich jetzt? Gleich jetzt. Hey, wartet, ich brauche noch eure Klamotten. Und was ist dann mit unserer Suche nach etwas, woran wir glauben können? Ich hab's gefunden. Und du? Yeah. Das hat man nur davon, wenn man mit Zuckerstangen kämpfen lernt. Tja, so ist das. Okay, das nehmen wir mit. Bevor sich diese Droiden erkälten und wiederkommen. Hey! Oh, das war knapp. Okay, dann gehen wir zurück nach unten. Wo ja unser Alex noch auf die Klamotten hier wartet. Beziehungsweise zuerst müssen wir die ja noch hier überhaupt herstellen lassen. Ach Moment, das wollte doch die hier machen, ne? Ich weiß allerdings nicht, ob wir hier den richtigen Garn haben. Also wir haben ja, glaube ich, gar keinen Garn. Wir werden gleich sehen, was sie dazu sagt. So. Dieses Material habe ich noch nie zuvor gesehen. Kannst du damit nähen? Das dürfte kein Problem sein. Das ist die richtige Einstellung. Ja. Bring mir einfach eine Vorlage, mit der ich arbeiten kann. Dann dürfte das kein Problem sein. Das ist die richtige Position. Ach so, ja, die Vorlage. Okay, dann müssen wir da noch die Vorlage holen von dem netten Herrn. Aber das kriegen wir auch noch hin.
Denn das, was wir hier in der Tasche haben, ist ja wahrscheinlich für dieses komische Gerät, ne? Das ist kein... Alex hat diesen Bauplan für eine supraleitende Gyroskop-Hypercam gezeichnet. Wenn ich bloß wüsste, was man damit anfangen kann. Tja, das fragen sich viele Menschen. Unter anderem ich. Gut, ich würde sagen, ich hole jetzt noch den Plan. Und den Rest machen wir dann übermorgen. Also, was heißt den Rest, ne? Ich sag das immer so, aber so meine ich es eigentlich gar nicht. Ich kann's nicht glauben. Ja, komm. Let it be. All die merkwürdigen Menschen an einem Ort. So. Also, was braucht dein Schiff noch zum Fliegen? Lass mal sehen. Ich brauche immer noch ein Genie in Elektronik und außerdem muss dein Vater noch die Löcher im Rumpf reparieren. Das ist das Gleiche, was er vorhin gesagt hat. Brauche ich noch einen Strahlenschutzanzug. Dann haben wir noch keine Superleitung-Hypercam und wir müssen noch meinen Hochleistungs... Gut, bis später. Ich glaube, dass ihr das hier, Moment, hier als Vorlage wahrscheinlich reicht. Das testen wir noch kurz. Falls das nicht so ist, dann machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Der hier erstickt immer noch an seinem komischen Hasi. Den ventilierenden Stofftierchen. Ich kann es einfach nicht glauben. Es ist so unglaublich. So, immerhin kommt man hier schnell voran. Ja, diese Geschichte müssen wir auch noch machen. Aber das läuft uns ja nicht weg, ne? Es schwebt uns auch nicht weg. Haha. Kannst du mir auch so eins machen? Ach, wie süß. Wie alt ist denn dein Baby? Oh, das ist für mich. Es müsste etwas größer sein. Nun, ich könnte das da als Vorlage verwenden. Es ist genau die richtige Einstellung. Oh Gott. Nun, dann bleibt nur noch eine Sache zu erledigen. Twyla! Keine Sorge, ich bin gleich zurück. Komm, Vera! Oh, toll. Und ich dachte, meine Teenagerin hätte einen Hang zum Dramatischen. Großartig. Aber was ist mit den ganzen Federn? Nur weil ich mich an eine Vorlage halte, heißt das doch nicht, dass ich dem Ganzen nicht eine persönliche Note geben kann, oder? Ja, das stimmt. Du hast ein unglaubliches Talent. So, jetzt freuen die sich und ich freue mich auch, denn wir haben es hinbekommen. Und wir sehen uns morgen um 15 Uhr zur nächsten Folge von Broken Age. Ja, übermorgen, Entschuldigung, ich hätte es wohl nie lernen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, seid wieder dabei, wenn es weitergeht. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen Tschüss und auf Wiedersehen.